Herzlich willkommen zurück zu Bloodpool 2 mit Arezu. Ich bin Arezu und wir treten mit unserem leicht dezimierten Team, wir haben nur noch 8 Spieler, gegen ein vollständiges Russenteam an. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie dieses Team eigentlich heißt. Hätte ich eigentlich in der Zwischenzeit mal nachgucken können mit dem Streich, dass ich habe mein Handy nicht hier. Ich kündige dauernd an, dass ich irgendwas auf dem Handy nachgucke. Aber ich bin so schlecht im Umgang mit Handys, dass ich gewöhnlich nicht dazu komme, weil ich ewig brauche, um ein einzelnes Wort zu tippen. Also wir haben es irgendwie geschafft, ein 1:0 zu erlangen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, das 2:0 zu schaffen und dann können wir es einigermaßen halten. Immerhin haben wir noch unsere beiden Hexenkriegerinnen da, das ist gut. Die Spanner bringen wir mal hier nach hinten, um den Ball gleich einzusammeln natürlich. Wie wir es im Prinzip immer machen. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wie ich da durchkommen soll. Ein Vorteil, den ich habe, ist, dass er diese Mobilität, die die Leute hier haben, nicht richtig einsetzt. Er hat bisher nur einmal versucht zu springen. Das heißt, die werden nicht einfach über mich immer wieder rüber hopsen. Besonders nicht, nachdem es vorhin so gar nicht geklappt hat. Wen hat er da jetzt rausgeworfen? Einen normalen Feldspieler. Vielleicht hat er die auch alle gar nicht benannt. Vielleicht hat er nur zwei Leute benannt, nämlich Sorga und Sporting. Und die anderen haben einfach Standardnamen. Ist auch möglich. Aber ansonsten verdächtige ich ihn, irgendeinen Zirkus da als Vorbild genommen zu haben. Wahrscheinlich irgendeinen berühmten, aber dadurch, dass ich mich für Zirkus nicht wirklich interessiere, habe ich da keine wirkliche Ahnung. Stelle dein Team auf. Also, das, was davon übrig geblieben ist, stelle ich auf. So, die Seitenlinien ignorieren wir jetzt mal ein bisschen. Und du gehst damit hin. Ja, dann wird das wohl so hinhauen, ne? Moment, ne, wir bringen die beiden noch ein bisschen nach vorne. Er hat Kick, das heißt, er kann frei entscheiden, wo der Ball hingeht. Also ganz frei nicht, aber ziemlich frei. Ich glaube, ein 3x3 Feld. Und da hat er Kick aktiviert schon mal. Etwas, das man immer machen muss, was ich merkwürdig finde. Der wählt offenbar nicht automatisch den Kickspieler aus, um Kick zu machen. Hoher Anstoß, das ist doch nett. Dann holen wir uns den Ball direkt ab. Wunderbar. So, da durchzukommen dürfte gar nicht so schwierig sein, ne? Hier durchzukommen auch nicht. So, sehr schön. Ich würde sagen, wir setzen mal hier den Blitz.
Und laufen hier hin. Den Ball bringen wir hier hin. Und beschützen ihn. Wir stellen uns mal hier hinten noch mit hin, damit er nicht mit dem Springen da irgendwas Komisches anstellt. Und hier gehen wir noch mit rüber. Wir haben nicht so viele Leute, deswegen müssen wir jetzt wirklich massiv auf Mobilität setzen. Natürlich wäre das einfacher, wenn der Gegner sowas wie ein Ork wäre. Oder ein Zwerg. Auch wenn die Zwerge alle Tackle haben, man kann den eben weglaufen. Zumindest in der Theorie. Er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, überall Leute ranzustellen und es war nicht zu knapp. Eine Person unter Zahl ist nicht so schlimm. Zwei Personen werden schon langsam unangenehm, aber drei Personen oder mehr, das ist nicht schön. Ich meine, selbst wenn ich Leute rausgehauen hätte, ich hätte drei Leute raushauen müssen, nur um einen von ihm wirklich draußen zu haben im Prinzip. Also, dass er auf 10 Leute runterkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier den Ball angreifen wird noch. Ich meine, dafür hat er ja auch einen 4-Stärke-Spieler zum Beispiel. Das Schöne ist, diesmal hat er nur die 3 Rerolls. Diesmal kam ja ein Anstoßereignis für mich. Aber die Anstoßereignisse sind schön ausgeglichen. Eigentlich ist alles ziemlich ausgeglichen, bis auf die Verletzungswürfe. Aua. Okay, alles gut. Nichts passiert. Mal sehen, hier können wir dann natürlich noch versuchen, nach vorne zu kommen. Hier können wir nach vorne versuchen zu gehen. Der fliegende Tackle macht das Ausweichen dann natürlich noch ein bisschen schwieriger. Ist immer doof, eine Strategie zu entwickeln, wenn es so viele Leute gibt, die sich hier eben total verschieden bewegen können. Ich meine, bei Schach wird öfter mal gesagt, drei Züge im Voraus denken. Allerdings, da sind die Einheiten noch ein bisschen eingeschränkter. Okay, von dort kommt kein Blitz, das ist gut. Achso, Blitz hat er ja sogar schon. Das ist gut. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich versuchen, Sporting mit hier hinzustellen. Selbst wenn ich hier nach vorne laufe, bin ich auf jeden Fall nicht in einer guten Position dort. Oh, das war's. Okay. Naja, die haben hier die Tackle wieder. Das ist nicht so schön. Mal sehen. Okay, du bist derjenige mit der niedrigsten Bewegung, dann bist du derjenige, der sich zuerst bewegt, bitte.
Und okay, wir machen hier hinten jetzt mal nicht zu. Da hat die Stimme versagt. So, hier benutzen wir einen Blitz, hauen den weg. Und gehen zum Beispiel dahin. Da haut das hin, das ist schön. Das Ausweichen ist schon fehlgeschlagen, aber er kann trotzdem noch den fliegenden Tackle benutzen. Das ist merkwürdig. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Okay, der hat abrollen, es ist nicht wirklich relevant. Ja, Tyrion Lannister ist natürlich ganz doof zum nach vorne laufen erstmal. Das Beste wäre, wenn wir einen Pass zu Ozymandias machen könnten. Allerdings müssten wir da durch die Leute durch und die haben lange Beine. Das heißt, die müssen keine 6 würfeln, sondern 5, glaube ich. Moment, wo ist es denn? Hier. Eine 1 zum W6-Wurf addieren, wenn er versucht, den Ball abzufangen. Okay, hat er beides souverän geschafft. Jetzt ist das hier irgendwie alles nicht mehr so schön. Mal sehen, hier ungefähr hinlaufen, den Pass machen. Wie gesagt, wirklich schön ist es nicht. Solange er niemand an Gregory House ranstellt, ist es in Ordnung. Wir können den Ball einfach übergeben. Leider kann man keine mehreren Pässe pro Runde machen. Das würde das Spiel in meinen Augen noch ein bisschen cooler machen. Okay. Er macht das hier sehr zu. Ich glaube, wir versuchen doch lieber dem hier auszuweichen. Hier vorbeilaufen, den Pass zu Tyrion Lannister zu machen. Und Tyrion könnte dann theoretisch nach vorne laufen. Ja, okay. Funktioniert immer noch. Theoretisch, wenn der noch mit rankommt, ist doof. Ah, okay, er macht den Blitz hier und kann nur schieben und kann weiter nur schieben. Aber ungünstig stehen wir damit jetzt trotzdem. Dass der Pass dort dann klappt, ist relativ unwahrscheinlich. Der hier hat Tackle, was nicht schön ist. Okay, durch den Klammerschwanz haben wir nur eine 67% Chance aufs Ausweichen.
Das große Problem ist eben, dass wir da keinen hätten, der ihn auffängt, den Ball. Einfach weglaufen. Ist auch nicht die beste Variante hier. Okay, erstmal wir übergeben einfach den Ball. So. Dann gehen wir ohne Probleme dorthin. Rewall bitte. Und okay, das hat geklappt. Ah, verdammt. Ja, das war doof. Sehr doof. Da habe ich nicht richtig mitgedacht. Okay, aber wenigstens ist der Ball schon mal vorne. Okay, du stehst auf, um hier ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Du darfst später loslaufen, du zuerst. Okay. Haben wir schon einen Blitz gemacht? Nee, haben wir nicht. Wäre ein klein bisschen doof, wenn es fehlschlägt, ne? Dann hätten wir danach einen Würfel mit. Ah, dann hätten wir danach zwei rote Würfel. Nee, okay, dann bleiben wir hier wohl so. Nee, okay, du bleibst da. Wie gesagt, ganz, ganz doofer Denkfehler eben. Mechanik, bei der man zwar unendlich passen würde, könnte allerdings die späteren Pässe immer schwieriger werden. Das wär's. Damit es nicht zu overpowered ist. Dass man zwar tatsächlich einen ganz großen Raumgewinn da machen kann mit. Aber es trotzdem ausgeglichen bleibt. Okay, mit dem hier wird er jetzt so blitzen. Okay, das ist gut. Das versucht er wahrscheinlich zu rerollen. Und es klappt. Das ist nicht so schön. Der Ball könnte rausfallen. Was interessant wäre. Das ist nämlich immer interessant. Und wo geht er hin? Oh. Tja, das bringt uns in eine sehr, sehr unangenehme Situation. Den Ball kann er mit hoher Wahrscheinlichkeit aufheben. Er kann niemanden anstellen. Das erhöht, glaube ich, nochmal die Chance. Und ja, selbst wenn nicht, stehe ich einfach sehr ungünstig jetzt gerade. Tja, wenn ich verliere, dann liegt es hier an diesem Fehler mit dem Doppelpassspiel. Also auf dem versuchten Doppelpassspiel. War ja kein wirkliches. Als nicht geht.
Wenn das jetzt irgendwie verhaut, noch was würfelt und dabei einen Double Skull zum Beispiel kriegt, dann habe ich noch eine Chance. Okay, er stellt hier noch ein bisschen zu. Ist ja ganz klar. Ja, hier können wir mit sehr viel Ausweichen durchkommen. Wäre jetzt ganz schön, wenn er mit Sporting noch was versucht zu machen und dabei ein Dummkopf rauskommt. Er hat Sporting ausgewählt. Jetzt muss er damit nur noch irgendwas tun. Und. Ah, verdammt, das haut hin. Und er läuft weit. Da komme ich, glaube ich, selbst mit. Obwohl, doch, mit Bruce Banner komme ich hin. Hab natürlich eine wesentlich geringere Chance dort zu. Da. Na, hier müssen wir mal gucken, was wahrscheinlicher ist. Ob wir mit Bruce Banner treffen. Oder mit Felicity Smoke. Okay, damit fällt die Wahl wohl auf Bruce Banner. Ich würde trotzdem gerne mal sehen, wie das hier mit den Wahrscheinlichkeiten ist jetzt. Mit zwei Würfeln wäre es natürlich nochmal wesentlich schöner. Deswegen wäre es ganz cool, wenn wir hier noch mit rankämen. Aber da müssten wir eben auch hier lang. Ja, der wird sich nochmal hier mit ranstellen. Das hier wäre wahrscheinlich. Oder der, ja. Aber jetzt kann ich doch mit Felicity Smoke besser angreifen. Was zum Teufel tut der? Okay. Da haben wir das Ausweichen, aber dann eben den einen Würfler. Hier haben wir nur ein einziges Ausweichen drin. Okay, machen wir das zuerst. Und los geht's. Und das reicht. Ja, wir benutzen dafür tatsächlich den V-Ball. So. Ist nämlich wesentlich schwieriger, einen Ball zu nehmen, wenn er nicht auf dem Boden liegt. So, du gehst mal bitte dorthin. Du stehst schon viel zu lange auf der Touchdown-Linie, ohne einen Ball zu haben. Du gehst hier hin. Wunderbar. Einen Blitz haben wir schon gemacht, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht nochmal angreifen können, ne? Yay, das hat's ja gebracht. Okay. Seine große Chance wäre jetzt eben hier mit dem Einwürfelblock anzugreifen, den Ball aufzunehmen, wenn es dann klappt und ja, dann durchzulaufen. Ah, okay. Damit hat er einen Zwei-Würfel-Block. Das ist natürlich nicht mehr so schön. Ja, auf die drei Würfel kommst du aber nicht. Das kannst du dir abschminken.
Oder? Kommt er auf drei Würfel? Ja, wenn er den hier noch mir hier hinstellen würde, oder. Ja, nee, das wär's. Den daran, dann müsste er die. Müsste er tatsächlich genug Stärke für drei Würfel haben. Wenn ich im nächsten Zug noch den Ball habe, dann werde ich wahrscheinlich versuchen, den einfach so nach vorne zu werfen. Was machen die da oben? Überlegen Sie sich, ob sie faulen sollen, zusammen hier. Scheinen sich auf jeden Fall die ganze Zeit zu unterhalten. Ja, Block hier oben, das ist gut. Block erst hier oben und dann gucken wir, ob du da vielleicht einen Double Sky ziehst. Er hat ja schon seine ganzen guten Würfel hier jetzt gerade für die Go-Forwards benutzt. Okay, alles gut. Benutzt er da den Reball? Fragezeichen. Benutzt er tatsächlich, aber es bringt ihm nichts. Haha. Ja, das Schieben ist ganz gut, damit sind wir in einer besseren Position. Okay, gucken wir erst einmal, wie es denn wäre mit so einer langen Bombe. Was haben wir da für eine Wahrscheinlichkeit? Ungefähr eine genauso große Wahrscheinlichkeit, nicht ungefähr, die gleiche Wahrscheinlichkeit wie der Gegner zum Abfangen. Das ist ein bisschen wenig. Ah, das ist nicht gut. Au. Verdammt, okay. Ja, da kann man fast davon ausgehen, dass das jetzt ein Touchdown wird. Warum tut er da noch was? Warum nimmt er nicht den Ball und läuft durch? Ja, dann passiert nämlich sowas, wenn man das nicht macht. Au. Kann ich den eigentlich? Nein. Sehr gut. Sehr schön. Der hier hat Kick. Okay, nichts wirklich Böses. Ja, geh mal aus dem Weg. Und
Ja, wie machen wir das jetzt hier am besten? Wirklich schön ist es nicht, aber wesentlich schöner als was wir hier hatten. Okay, und ja, wir hatten die größere Chance. Und wir folgen. Tut mir leid, Tyrion. Du musst aufstehen. Also die hier stehen frei. Der hier kann ohne Probleme, also ohne größere Probleme ausweichen, wird aber wahrscheinlich eher angreifen. Und der hier steht frei. Ach ja, und der. Aber sonst ist alles unter Kontrolle. So einen schönen kleinen Double Sky würde ich annehmen. Momentan ist es immer noch auf jeden Fall kritisch, weil sobald er den Ball nimmt, er hat hier vorne einen Fänger. Gut, der Fänger hat jetzt nichts wirklich Großartiges. Obwohl, Hechtsprung sorgt dafür, dass er tatsächlich einen besseren Fangwurf hat. Hätte ich hier jetzt natürlich sehr, sehr gerne Abspiel von den Läufern. Den Ball an Ozymandias schnell übergeben wäre klasse. Zu übergeben, Entschuldigung. Und da kommt der Blitz. Und der Blitz läuft gut. Danke. Na los, weh. So. 9 von 16. 8 von 12. Ja, okay. Hier, nimm den Ball bitte in die Hand. Danke sehr. Und lauf durch. So. Ja, ist wirklich erstaunlich. Wir halten uns ganz gut, ne? Mit 2 zu 0, mit drei Leuten, die rausgeflogen sind. Ja, unsere Spieler zur Verteidigung aufstellen, sind sie im Prinzip quasi irgendwie. So, die Verletzten sind vorne, das ist gut. Die Unverletzten sind hinten, das ist auch gut. Semenza Kata hat immer noch keinen einzigen Punkt bekommen. Das ist nicht so schön. So, jetzt kann er natürlich wieder rumkicken. Achso, nee, Moment, ich kann. Ja, er hat ja Angriff. Warum hat er eigentlich dauernd Angriff? Schon das dritte Mal jetzt. Also das Rumgewerfe des Balls hier hinten in der Ecke,
Ich fand es spektakulär. Mir hat's gefallen. Ich meine, selbst hätte er da den Touchdown gemacht, hätte mir der Weg dahin auf jeden Fall gefallen. Weil es eben kein stumpfes Durchrennen war. Aber so wie die Würfe in diesem Spiel hier gefallen sind, fand ich es wirklich merkwürdig, dass er da lieber noch ein bisschen geblockt hat, statt den Ball aufzusammeln. Im Prinzip das 1 zu 1 hätte er sich ohne größere Probleme holen können dort. Ist er denn natürlich bei Aufheben wäre der Ball genauso schlecht gefallen. Allerdings glaube ich, hat er ursprünglich ja auch noch einen Reroll gehabt, bevor er den dann da auch noch verschwendet hat mit. Also, wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir noch einen Spieler jetzt rauskriegen. Also eine Verletzung verursachen können. Am besten mit Samantha Carter. Wenn sie nämlich eine Verletzung kriegen würde, dann noch ein bisschen, mit ein bisschen Glück eine 1 zu 11 Chance MVP bekommt. Okay, sanfte Brise, alles gut. Dann könnte sie tatsächlich ein Level abbekommen. Und das wäre sehr gut. Und wir haben noch einen Apotheker übrig, falls er jetzt sich entscheidet, jetzt doch noch jemanden richtig doll zu verletzen. Ich meine, dass zwei das nächste Match verpassen, ist schon unangenehm. Aber es geht ja noch unangenehmer. Wie Barbara Gordon bestätigen kann. Tja, Tyrion lässt sich nicht so einfach loswerden hier. Hin und her und hin und her. Und da fällt er. Keine langfristige Auswirkung, Verletzung würde ich ihm gönnen. Nee, okay, dann hätte er nämlich das Level abgehabt. Ich meine, wäre schlecht für mich, wenn ich nochmal gegen ihn antrete irgendwann, aber. Und. Au. Und jetzt noch der Blitz mit Bully Romanov, schätze ich. Oder? Vielleicht auch nicht. Doch, doch, mach, wenn du dich da mitten in die Mitte reinstellen willst. Ich habe da kein Problem mit. Ja, da kommt der Blitz. Und umwerfend. Und er wird auch wieder direkt zurückrennen, ne? Das kennen wir schon. Also mit dem Kurzrad. Oh, nein. Er gibt mir den freien Angriff. Okay. Obwohl, für einen freien Angriff ist es gar nicht. Er stellt wahrscheinlich. Ja, er stellt sich noch mit dran. Aber damit ist es doch trotzdem ein freier Angriff. So die Frage, wen ich zuerst da angreife dann. Und da kann er sich noch die SSP abholen. Theoretisch könnte er die beiden noch ranholen, um es mir ein bisschen schwieriger zu. Um es ein bisschen schwerer zu machen, hier zurückzuschlagen. Da hat es doch geklappt. Sehr gut. Da kann er sich noch ein SSP abholen. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, stellt er die hier noch mit ran? Oder nicht? Los, du hast nicht mehr so viele Leute, bei denen du was machen kannst. Warum hat das Spiel eigentlich keine Musik? Hat das Spiel Musik? Habe ich die irgendwann mal ausgestellt?
So, ja, offenbar kriegt man keine SSP, wenn man gut den Ball durch Hechtsprung kriegt. So, wie sieht's denn hier aus? Erst einmal stellst du dich bitte hier mit dran. Und du wirfst den mal bitte um. Danke sehr. Wir folgen. So, damit haben wir erstmal einen. Wir brauchen aber zwei. Aua. Dafür haben wir den Mivol, ne? Mir fällt gerade auf, dass das jetzt ganz doof ist. Moment. Okay, beim zweiten Mal haben wir dann eben nur den einen Würfel. Lief ja toll. Wir schützen jetzt noch ein bisschen Bruce Banner hier hinten. Meinen letzten Läufer verlieren will ich nämlich auch nicht. Und ihr beide bleibt einfach liegen. Liegend seid ihr relativ sicher. Ich glaube nicht, dass er in Zug 16 nochmal faulen wird. Okay, das läuft gut. Oh, verdammt, er kann mich ja jetzt den ganzen Weg hier durchschleusen. Obwohl, nein, nicht den ganzen. Obwohl, doch, wenn er blitzt. Wenn er mit jemandem rumläuft und hier mich blitzt statt. Okay, oder er wirft sie einfach um. Das geht auch. Autsch. Okay, alles gut. Jetzt hat er noch den Blitz. Und dann ist das Spiel vorbei. Langsam ist Verabschiedungszeit, ne? So, mit wem greift er noch an? Ich würde es mit Zorga machen. Und das ist nicht Zorga. Tja, so viele Leute rumstellen bringt auch nichts, wenn der Gegner Felicity Smoke ist. Falsch geschrieben. Ich finde es so doof, dass man die nicht. Oh! Okay. Das kam mit etwas Überraschung jetzt gerade. Bin an diese Zirkusrussen nicht wirklich gewöhnt. Gewohnt. Gewöhnt? Gewöhnt. Gewohnt? Verdammt. Ich verlerne die Sprache Deutsch. Das ist nicht schön. Wahrscheinlich, weil ich zu viel englische Videos gucke in letzter Zeit. Und mit in letzter Zeit meine ich das letzte Jahr, seit Trump an der Macht ist. Egal. Darüber wollen wir hier nicht reden. Bringt nur die Stimmung runter. Und das wollen wir nicht bei einem Sieg. Über Politik reden war das nächste Mal, wenn wir haushoch verlieren. Verdammt, ich kann echt nicht reden. Kein Stück. Was? Für die NS? Wir haben gesagt, wir reden nicht über Politik und ganz recht nicht, erst recht nicht über solche. Ich habe keine Ahnung, was NS bedeutet. Nächste Spiele?
Okay, ja. Dann, ja. So. Also NS bedeutet wahrscheinlich nächsten und dann Spiele noch ran. So, was machst du jetzt noch? So viel hast du nicht mehr zu tun. Kannst hier noch an meinen Leuten versuchen, für eine Siegesrunde vorbeizulaufen. Hast aber keinen Ausweicher. Das wäre generell nicht das Klügste, weil man sich verletzen kann. Felicity Smoke könnte. Okay. Ja, das ist ein merkwürdiger Bug dann, dass der Zug beenden Knopf nicht da ist. Ah, offenbar ist er aufgetaucht. Yay, Sieg! Wir haben gesiegt. Und direkt eine 6 gewürfelt, die wollen wir auf keinen Fall wie wollen. Danke sehr. Tyrion bekommt MVP. Na, ganz toll. Statistik könnt ihr euch gerne angucken. 3 Pässe und 3 gefangene Bälle. Haha. 27 Tackles gegen 46. Okay, ich gucke mir die zum Teil jetzt auch an. Ich gebe zu. Raumgewinn durch Pass, durch Laufspiel und durch Pässe haben wir wesentlich mehr. Ja, erlittene Blocks. Oh Mann. Erlittene Blocks. Also, nee, doch 46 und ja, haut hin. Ist immer merkwürdig. Ist merkwürdig, dass die hier diese Spiegelstatistiken haben. 46 Tackles und 27 Tackles und dann eben die erlittene Blocks und erlittene Blocks. Also 27 erlittene Blocks, 76, 46 erlittene Blocks. Etwas, das eben vollkommen redundant ist. Und ich hatte jetzt eben das Gefühl, dass es da irgendwie anders dastand. Das wäre merkwürdig gewesen. So, wie viele Punkte haben wir denn? Wir haben 15, 14 SSP hier rausgeholt. 4 allein mit Ozymandias. Cool. Kann er gut gebrauchen. Würfel, Würfel. Okay, erstmal die Einsen und Sechsen sind hier durchaus ausgeglichen. Allerdings hat er sehr viele Zweien bekommen. Das ist natürlich auch was Negatives. Wie sieht es bei mir aus? Hier ist es jetzt genau so, wie es sein sollte. Mit den Einsen, Zweien, Fünfen und Sechsen zumindest. 23 Sechsen, 23 Einsen, 25 Zweien und Fünfen. Und also durch die Vieren habe ich im Prinzip was überwiegend Positives. Schauen wir uns die Blockwürfe an. Okay, dafür habe ich sehr viele Totenschädel gewürfelt. Ja, ein paar Verteidiger stolpert, ein paar Bows Downs. Sehr, sehr wenige Dings, das er. Pause. Wie sieht es bei ihm aus? Ah, bei ihm ist es da wesentlich ausgeglichener. Ach schon, nicht, dass er trotzdem so oft umgekippt ist. Also da war dann die Verteilung wieder gemein. Gut, schließen wird bestätigt. Danke. Und jetzt schauen wir mal, hatten wir irgendjemanden, der ein Level up hat? Nö, gar keiner. Zah. 14 SSP gesammelt und kein Level up. Aber wir können uns einen neuen Spieler holen. Muss ich mal gucken, ob ich einen neuen Läufer hole. Weil ich eigentlich ganz gerne die zwei Läufer habe, damit sie nebeneinander stehen können, um sich hin und her zu passen. Ja. Oder einen weiteren Blitzer, was ich auch sehr gut gebrauchen könnte. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.